Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Eine Weltklasse-Cellistin jetzt bei uns zu Gast, gemeinsam mit ihrer Pianistin Ludmila Polova. Herzlich willkommen, Sol Gabetta. Das Cello. Das Cello lassen Sie keine Sekunde unbeaufsichtigt, oder? Nein, ich habe sogar Angst schon da, weil ich habe Angst, dass ich irgendwie mit dem Stuhl nach hinten irgendwie der ist festgeschraubt, rutsche. Aber Stuhl. Ich habe es eben gehört, ja. Deswegen bin ich ruhig. Ja. Der Stuhl ist festgeschraubt, weil wir Gäste haben, die schon ein bisschen reifer sind, teilweise. Und da ist das Licht so eingerichtet. Alles klar. Ja. Bei Ihnen nicht nötig, aber teilweise doch bei anderen. Sind Sie mit dem Zug gekommen aus der Schweiz? Ja, yeah, genau. Und dann haben Sie das in so einem großen Cellokasten? Transportieren Sie selber? Ja. Kann man sagen, das ist ziemlich jedes Mal mit dem ganzen Reiserei hin und her, es ist ein bisschen mühsam. Vor allem das Problem ist nicht nur das Cello, sondern was man immer ständig dabei noch hat als Frau. Ne? Klar. Also alle Konzertkleider und ja, was alles dazugehört. Ne? Und es wäre schon praktisch, jemanden immer dabei zu haben, der ein bisschen mithilft. Oder hatten Sie das heute? Jemand, der ein bisschen getragen hat? Ja, meine Pianistin Ludmila ist ganz lieb, sie hat ein bisschen mitgeholfen. Aber ich will nicht immer so einen Hund hinterher haben, der, ja, der mitmacht, das ist nicht der Witz. Ja. Aber Sie sind gerne auf Tournee. Ich mache der Konzertbetrieb als solcher Spaß. Mich mache Spaß eigentlich grundsätzlich mit Menschen in Verbindung zu sein. Ich glaube einfach, dass die Musikszene gibt mich natürlich als junge, junge Musikerin und Person natürlich diese Gelegenheit, auch mit Kindern in Kontakt zu sein, mit Erwachsenen in Kontakt zu sein. Und einfach, es gibt keine Grenze mit Musik. Man kann einfach kommunizieren mit allem. Ne? Ja. Wie transportieren Sie es dann? Auf dem Rücken mit den Cellokasten? Ja, genau. Gibt es so jetzt ein... Also, es hat sich natürlich modernisiert, ja, auch am Anfang war es ja irgendwie so ein ganz alten Koffer, ne? So ja, ein bisschen quadratisch fast ja so ausgesehen, dann sind noch mit Roll, also mit Rädern Räder irgendwie, kleine, ja, aber das ist für das Instrument nicht so gut, weil es ist natürlich wieder, es bewegt sich sehr viel drin und jetzt gibt es natürlich so einen Rucksack, sehr modern, das ist sehr praktisch, ne? Man kann eigentlich so auf einem Werk schon mal steigen. Und damit gehen Sie durch den Zug? Ja. Wie reagieren die Leute, helfen Sie die? Haben Angst. Wirklich? Ja, ja, natürlich! Natürlich, Terror! Das Cello ist so groß ja und dann haben Sie das Gefühl, was hat sie da eine mit drei ja, Wahnsinn. Was ist das? Das wäre ja irre, wenn sich so ein durchgeknallter Deutscher auf Sie stürzt und Sie festhält, weil er noch nie einen Cellokasten gesehen hat. Ja? Ja, aber heute war es ganz lustig, weil wir sahen eigentlich ganz normal, zwei Frauen, ganz natürlich haben wir geredet miteinander, aber das Cello war oben und die Polizei hat uns gehalten und schon gefragt, was ist das für ein Ding da oben? Und also, ich habe immer natürlich ein bisschen Respekt, weil ich schon so viele Geschichten gehört habe über ja Instrumente, dass Polizisten irgendwie immer ein bisschen Probleme machen damit. Dann bin ich ein bisschen vorsichtiger mit solchen Sachen, aber dann waren sie ganz ruhig, Gott sei Dank. Heute hatte ich kein Problem. Gehört das Cello Ihnen persönlich? Nein, nicht mich persönlich und das ist auch eine schwierige Sache bei uns, weil so ein Instrument kostet sehr viel Geld. Das kann man eine Zahl nennen? Also es ist schwierig auch zu nähen, weil es ist natürlich eine Antiquität. Es kommt darauf an, immer es ist eine Frage von Kauf und Verkauf. Ja. Einfach, wer so viel Geld auch zahlen will und warum auch so viel mhm zahlen will. Aber ich meine, so ein Instrument auch vor Jahren, muss man es nicht vergessen, das waren die modernen Instrumente der Zeit. Warum heutzutage so ein Instrument so teuer geworden ist, ist, weil natürlich die Quantität dieser Instrumente sind sehr wenig geworden. Ja. Heutzutage solche Instrumente findet man wahrscheinlich 50 auf der Welt. Und dann, wenn man sowas haben kann, es ist natürlich einfach fantastisch für mich als Musikerin damit zu leben. Also, es ist eine Persönlichkeit, ein Instrument. Das ist von 1759 und so ein Instrument kann von 1 Million bis 5 Millionen Euro gehen und mehr sogar. Wenn Sie sagen, es ist eine Persönlichkeit, ist das Cello für Sie männlich oder weiblich? Für mich ist männlich. Wenn ich das Cello zum Beispiel buche ja für einen Flug oder so, dann schreibe ich immer Herr Cello Gabetta und Frau Gabetta. Dieser Cello Gabetta hat schon wieder angerufen. Das heißt, Sie brauchen für das Cello ein Flugticket? Genau. Also Sie geben das nicht auf, sozusagen nein Cargo, sondern das Cello sitzt neben Ihnen? Immer da. Wirklich? Jetzt habe ich ein bisschen Probleme mit Nimmt das Bar. Schon einen Drink vor dem Start oder wie? Nein. Also er trinkt mehr als ich, weil ich keinen Alkohol trinke. So. Ah. Er ist viel cooler als ich eigentlich. Ja, ja, ja. Sie sind Argentinierin, Sie sprechen perfekt Deutsch. Sie sind eine absolute internationale Persönlichkeit, in Spanien gelebt. Gut, da spricht man auch Spanisch wie in Argentinien. Ja, aber Sie haben über mich gelacht immer in der Schule. Weil Warum? Ich mit einem anderen Akzent gesprochen habe. Die Spanier haben über Sie ja gelacht. Ja, aber wir lachen als Argentinier über die Spanier, weil sie natürlich sehr ja hart sprechen. Ja, die Spanier sprechen hart. Ja, und bei den Argentiniern ist es... Sie sind viel weicher.
alles ist viel schöner, viel sympathischer. Ja, und es sind wahnsinnig schöne Menschen in Argentinien. Kann man sagen. Doch, weil es sind, Argentinien, sagt man, ist das italienischste Land in Südamerika. Ist das richtig? Ja, man sagt, es ist das europäische überhaupt Land in Südamerika. Und das ist schon so. Ich meine, für Leute, die zum Beispiel in New York waren und dann plötzlich nach Südamerika gehen, sie fühlen sich auch sehr wohl dort. Das sind diese ganz großen Gebäude. Es ist eigentlich sehr kosmopoliten Buenos Aires. Man muss sagen, dass ich bin heute gekommen und hat mich jemand gesagt, ah, du bist blond, das ist ja komisch aus Argentinien. Aber es gibt ganz viele auch Deutsche dort. Es ist interessant, dass es einfach in Argentinien diese, na wirklich, diese Mischung von Leuten. Das, die Deutschen in Argentinien. Sie werden im italienischen Charakter dann. Ja, und sie werden weniger, weil sie ja schon teilweise in den 40er Jahren rübergereist sind. Das muss ich unbedingt fragen. Wie spricht man Jorge Luis Borges aus? Genauso, wie Sie gesagt haben. Jorge Luis Borges. Genau. Und er ist ein Nationalheiliger in Argentinien? Absolut. Und er hat vor allem einen Satz gesagt, das ich nie vergessen werde. Betreffen natürlich Musik und Kultur grundsätzlich, dass einen Mensch, der Hunger hat, kann man relativ schnell mit Brot und Wein und Wasser einfach erfüllen. Ja. Aber Kultur, ein Mensch, der Kultur fällt und aber interessiert ist, das zu haben und zu finden, kann man nicht ein Leben lang einfach das innerhalb von 2 Minuten oder ein ganz Leben lang geben, wenn nicht die Möglichkeit haben. Und ich glaube, wenn man aus einem Land wie Argentinien kommt und dann plötzlich in Europa gelebt hat, wo alle Kulturen so gemischt sind, das ist so großartig, es zu sehen. Aber immer wieder denke ich, man muss zu meinem eigenen Land wieder zurückkehren, weil es gibt fantastische Leute mit viel Talent und Möglichkeiten, aber die einfach in einem Land sind, wo es sehr weit entfernt ist. Alles sind Distanzen von 1000, 1500 Kilometern und dann kann man sich einfach nicht so schnell bewegen wie hier. Ne? Klar. Essen Sie Fleisch? Ich liebe Fleisch. Ah, großartig. Und alle Leute sagen, du hast noch nie ein Steak gegessen, wenn du nicht in Argentinien warst. Ist es das so, ist oder? Das ist aber wirklich wahr. Ich war jetzt im November dort. Ja. Ich hatte ein Konzert im Colón Theater, der wieder eröffnet wurde. Ein ganz tolles Theater. Im Prinzip ein ganz tolles Theater, wo ich tatsächlich alle Proben gemacht haben und ich war schon so glücklich über das Konzert und so, ich bin um 6 Uhr abends dort gekommen und der Mann von Security dort hat mich gesagt, und wissen Sie genau? Ich habe gesagt, ja, im Prinzip spiele ich heute Abend hier. Wie heißt Abend es auf Argentinisch, wer sind Sie genau? Wie hört sich das in Buenos Aires? Ich suchte in Realität. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, im Prinzip spiele ich heute Abend hier und dann hat er gesagt, du kannst ganz ruhig ins Hotel wieder zurück, weil es gibt Streik heute. Es gibt ein Konzert. 4000 Leute vor der Tür einfach stehen geblieben. Da habe ich einfach meine Woche dort richtig profitiert und ganzes Fleisch gegessen und Dulce de Leche und das war fantastisch. Was ist das Tolle an diesen Steaks? Es ist natürlich irgendwie... Also es ist ganz lustig, wenn man kommt zum Beispiel in ein Restaurant, man sieht ein ganzes Kuh gezeichnet mit Nummern. Ja. Alle Nummern, man kann alles essen. Jeden Teil von einem Kuh kann man essen. Es heißt, jeden Teil natürlich hat ein ganz anderes Geschmack. Manchmal ist es Härte, manchmal ist es weich. Ja. Aber ich weiß schon genau, welches ich will. Ich will Lomo. Lomo. Diesen Teil, oh, das ist unglaublich. Und das sind große Teile, ja? Die sind riesig. Die hängen über den Teller, ja? Ich weiß das, das haben mir Leute erzählt. Das die Kinder haben geheult, weil sie Angst gekriegt haben, als sie das Steak gesehen haben. Ist das der Beiß vielleicht noch? Ja. Und wie essen Sie? Medium? Blutig? Medium. Medium. Ja. Und was dazu? Ah, immer Kartoffeln. Also es gibt so eine Art Kartoffeln, ein bisschen so mit Luft drin. Das hat man in Europa gar nicht. Kennt doch, gar nicht. Tomaten aus Holland. Ah, das ist so. Kartoffeln mit Luft, ist das eine Zucht oder was ist das? Nein, sie machen das mit Luft drin, irgendwie, ich weiß es nicht, das ist das Soufflé. Und wie gefällt es Ihnen in dem Land, in dem Sie leben, dass man das Argentinien Europas nennt, weil die Menschen ähnlich sind? Die Schweiz. Die Schweiz. Nein, in der Schweiz habe ich etwas anderes gefunden. Ich finde einfach, man muss in jedem Land einfach die guten Sachen davon nehmen. Es ist so, weil jedes Land hat natürlich was zu bieten. Ja. Und ich glaube, die Schweiz hat einfach auch etwas zu bieten, das ich noch ein bisschen mehr schätze als hier. Das ist, dass die Züge zum Beispiel sehr pünktlich sind. Und das ist auch für mich gut für meine Arbeit. Und es sind ganz, ganz tolle Züge. Und Sie haben tolle Speisewagen, finde ich, oder? Mhm. Ja. Nein, aber es ist für mich einfach sehr wichtig für meine Arbeit, dass die Sache funktioniert. Ich meine, mit 130 Konzerten muss ich viel reisen und es ist auch gut, wenn irgendwie die Organisation einfach gut gemacht ist. Die Schweiz ist dafür perfekt und vor allem bezahlt man weniger Steuern. Ja, aber nur, wenn man nicht in der Schweiz arbeitet. Ja gut, aber ich arbeite ein bisschen so ja, international. Und dann bezahle ich in der Schweiz. Sie haben, glaube ich, 25% Ausländer, Lohnsteuer, die hier einkassiert werden und in der Schweiz ist alles netto. Also das gehört jetzt nicht hierher, aber weil ja auch viele deutsche Kleinkünstler sinnlos darunter flüchten. Comedians, die noch bei der Mutter leben. Aber das ist es. Proben Sie gerne? Ich liebe Proben, mehr als Konzerte sogar. Weil beim Proben kann man sehr viel in der Intimität der Musik gehen.
Und das ist auch der Grund, warum habe ich mein eigenes Festival in der Schweiz gegründet, ganz in der Nähe von Basel, das Olsberg-Festival, wo ich tatsächlich auch meine Freunde einladen kann. Ja, das ist ein tolles Wortspiel, weil in Olsberg heißt der Ort, genau. Und Soll sind Sie, Solsberg-Festival, kann man sich gut merken. Festival. Ja. Und das ist immer bei dem Sommersonnenwende, also immer im Juni. Und die Leute kommen sehr gerne, weil die Schweiz ist natürlich auch sensationell schön und sehr idyllisch auch dort. Und wir wohnen ganz, ganz nah dabei und das ist einfach toll. Ich kann wirklich eigentlich eine musikalische Familie aufgebaut habe ich dort. Und das ist großartig, ja. Jetzt hören wir ein wunderbares Stück von Ihrem argentinischen Landsmann Astor Piazzolla. Den man eigentlich hauptsächlich, ist es Akkordeon oder Bandoneon? Im Prinzip es ist mit Bandoneon gespielt, ja. Also Piazzolla hat selbst natürlich diese Tangos auch gespielt und selber improvisiert. Jetzt heutzutage hat man das natürlich mit Noten geschrieben, aber ich finde das Tollste ist einfach daran irgendwie die Freiheit zu haben und einfach machen das, was man aus dem Moment heraus spürt. Ja? Grundsätzlich in Musik, ich finde Spontaneität ist etwas ganz Wichtiges. Großartig. Sol Gabetta begleitet von Ludmila Polova mit dem Stück Oblivion von Astor Piazzolla. Bitte schön. Großartig. Vielen Dank. Sol Gabetta, das ist die aktuelle CD, meine Damen und Herren. Hier gibt es jetzt das Nachtmagazin. Nächste Woche ist der Gast Till Brönner. Danke fürs Zuschauen. Schöne Weihnachten, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis nächste Woche.